Mache ich es mit euch gemeinsam noch, damit ihr versteht, dass Wiederholung. Achtung, hier Meidebogen. Da, seht ihr? Guckt es euch an. Da. Ava Sitz, Alice, Platz. Sehr gut. Finja. So, wieder hier die Grenze, da ist sie wieder. Ich finde ja, dass einzelne Steps im Hundetraining viel, viel mehr gezeigt werden. Das erzähle ich ja schon seit Monaten, seit Jahren. Wir versuchen uns da ja auch immer sehr gut Mühe zu geben. Und ich habe ja euch schon mal ein Video gezeigt, wo ich hier diese Deckenplatz trainiere quasi. Und also draußen jetzt in Outdoor und das in der Viererkonstellation, was meine Hunde so noch nicht kennen. Und hier will ich euch ja bei einzelnen Steps mitnehmen. Und da ist mir bei Finny, als ich ihr das erste Mal das zeigen wollte, aufgefallen, sie hat ein Problem damit, da drauf zu gehen. Und das ist super mega spannend, weil man hier kleinschrittiges Training zeigen kann. Also pass auf, ich hoffe, das klappt jetzt. Das war nämlich gestern und ich habe das so stehen lassen, dass sie, also sie musste da nicht drauf. Pass auf. Einmal Hirsch und einmal Rind. So, passt auf jetzt. Jetzt wollen alle was. Ava geht drauf. Ava zur Seite. Hey, hey, komm mal hier rüber. Ava, geh mal hier rum. Ja, sehr gut. So. Na, wartet mal ganz kurz. So. Da. Seht ihr? Guckt es euch an. Da. Seht ihr das? Seht ihr das, diese Grenze? Jetzt bietet sie mir einen Sitz an. Ja. Aber sie soll hier drüber kommen. Und damit hat sie Stress. Seht ihr das? So. Ich erkläre euch mal ganz kurz. Ava darf gerade zurzeit gar nichts, weil wir sie gesundheitlich entkernen. Aber das ist nochmal vielleicht ein separates Video. Aber schaut mal hier. Hey, hey zum Beispiel. Hey, hey, komm hier drauf. Geht da drauf? Sehr gut. Den lobe ich jetzt. Ava ist auch drauf. Mache ich nur so. Prima. Und hey, hey, komm mal runter. So. Alice? Nee, hey, hey, geh mal runter. Alice, komm mal her. Hey, hey, geh mal runter. Sitz. Da muss ich jetzt mal ganz kurz helfen. Alice, komm her. So, auch Alice geht hier drauf, ne? Sehr gut. Prima. So, und jetzt versuchen wir Finny nochmal. Finny. Oh, jawohl. Da ist der Fuß drauf. Sehr, sehr gut. Brauche ich doch keinen kleineren Schritt zeigen. Oh, warte, das müssen wir gleich wiederholen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Unruhe, weil die gerade gepennt haben und wir gerade einfach rausgegangen sind. Und ich dachte so, okay, komm, wir machen ja kurz mal spontan ein Video. So, jetzt will ich aber nochmal ausprobieren, ob Finny jetzt einfach drüber geht. So, jetzt wollen wir das nochmal einfach mal kurz ausprobieren. Ava, sitz. Alice, Platz. Sehr gut. Finja. So, wieder hier die Grenze. Da ist sie wieder, ne? Ava, sag ich schon. Finja. Jawohl. Jetzt gebe ich ja erstmal hier kurz das Futter vor dem Ding. Und jetzt probieren wir das nochmal. Finja. Seht ihr? Das meine ich. Sehr gut. Nochmal eingefangen. Jawohl, ihr könnt wieder aufstehen. Hey, hey, du bist auch klasse. Ich habe es gerade gesehen. Per Zufall ist sie da einmal mit der Pfote drauf. Wie jetzt bei der Wiederholung hat man wieder gesehen, nee, funktioniert nicht ganz. Und das bedeutet, jetzt müssen wir das ein bisschen kleinschrittiger aufbauen. Nur noch mal so ganz kurz, die Hunde haben gerade gepennt, wir sind gerade raus. Deswegen sind die jetzt auch alle ein bisschen aufgeregt, alles ein bisschen durcheinander. Ist aber jetzt für mich jetzt normal. Oh, fährt jemand durch den Wald. Ist für mich jetzt aber erstmal normal und nicht schlimm, weil ich die jetzt auch noch nicht sortiert habe. Jetzt fangen wir aber an, es richtig zu machen. So, jetzt wollen wir es natürlich dann richtig machen. Das bedeutet, ich brauche jetzt Hilfsmittel. Hilfsmittel Nummer 1 ist eine Leine, das ist eine sogenannte Moxon-Leine, also so eine, die sich quasi, Moment, die sich einfach so drüber machen lässt. Ich nehme jetzt Ava mal, zack, und dann kann ich damit arbeiten. Ja, ich weiß, diese Leine ist wieder bei vielen stark in der Kritik, vielleicht auch gerechtfertigt, wenn Leute damit umgehen, die keine Ahnung haben. Ich finde, es ist ein super, super Tool, ein super weiches, gutes Handlings-Tool für mich. Dann brauche ich natürlich Futter als Belohnungssystem und dann natürlich jetzt auch Ruhe. Also, das heißt, erstmal muss der Rest der Bande hier weg. Dann nehme ich mir ein Plätzchen vor und das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil das halt sehr, sehr spannend ist. So, hey, hey, Decke, Alice, komm rein hier, Alice. Decke, sehr gut. Ava, komm, Decke, sehr gut. So, die müssen jetzt hier alle erstmal abchillen, weil wir jetzt Ruhe brauchen. Schönes Fini. Nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, aber findet ihr solche Formate vielleicht auch geil, wo man einfach mal so kleine Praxisschritte zeigt, ein bisschen kleinen Impuls gibt, einfach Selfie-Style, ohne großen Schnickschnack, irgendetwas, einfach nur so?
lass mal einen Kommentar da. So, jetzt habe ich alles richtig positioniert. Es gibt zwei Übungsdinger. Futter ist vorbereitet. Finny werde ich jetzt erstmal hier einfach so füttern, die Aufmerksamkeit ein bisschen anschmeißen. Und jetzt werde ich natürlich Hilfsmittelleine nehmen. Zack. Genau, und jetzt habe ich erstmal schön Kontakt zu ihr und werde mich jetzt diesem Ding nähern und einfach erstmal loben. Ich muss das jetzt natürlich versuchen, mit einer Hand zu machen, ohne dass ich jetzt tatsächlich da drauf will. So, jetzt gehe ich hier wieder eine Runde, gehe hier davor, bleib stehen und lobe einfach erstmal. Ob sie sich jetzt hinsetzt, stehen bleibt, ist mir vollkommen egal. Jetzt werde ich als nächsten Step, wenn wir uns da freiwillig rannähern, unseren Marker mitnehmen. Jawohl, sehr gut. Und wie ihr seht, ist da schon eine Pfote drauf. Ja, jetzt fange ich an, das zu markieren, damit ich nachher nicht die ganze Zeit Futter drauf geben muss. So, und wieder neu in die Situation rein. Achtung. Jawohl, sehr gut. Warum? Weil wir uns der Situation nähern, sie den Fuß drauf macht und einfach mit mir weitergeht. Da, sehr gut. Nochmal hier lang. Genau, jetzt sehr gut, Finny. Super. Achtung. Jawohl, sehr, sehr gut. Prima. So, einmal freiwillig raus. Komm her. Leine wieder in der Hand. Mit einer Hand ist das nicht so einfach. Ich werde das natürlich nachher ohne Handy nochmal separat üben. Achtung. Hier kommt der Meidebogen. Jawohl, sehr gut. Jetzt habe ich mit der Leine gearbeitet. Ich habe dir gerade gesehen, dass dieser Meidebogen entstanden ist. Und natürlich nutze ich dann auch die Leine als Tool. Wie arbeite ich mit der Leine? Meistens halte ich die so, guckt mal, so, damit ich ganz leicht so aus dem Handgelenk arbeiten kann. Nicht so, sondern ich will Gefühl haben. Ja, das heißt, ich arbeite immer mit diesen Fingern hier und habe dann hier so den Daumen noch so drunter, dass ich sehr leicht loslassen kann, variieren kann, leichtes Feeling. Keine Ahnung, ob das noch irgendwann noch so macht. Ich habe die gerne so in der Hand, wenn ich arbeite. Und wenn ich merke, dass sie ins Fluchtverhalten geht, gibt es von mir, warte mal, wie kann man das zeigen, kleine Impulse. Das heißt, komm, komm, komm. Ganz wichtig dabei ist es aber immer, dass die Leine entspannt. Das ist wirklich nur kleine, minimale Impulse sind. Also, passt nochmal auf. Also, ja, noch einmal, mal sehen, ob man sieht. Hier, kurzer Zupp, um die Richtung vorzugeben. Jawohl, hier wieder zurück und wieder locker. Jawohl, machst du das. Ich nutze den hier wieder, zupp. Jawohl, sehr, sehr gut. Und wieder, ja, kurz richten. Sehr, sehr gut, jawohl. So, warum den Marker? Weil ich hier mit einer Hand telefoniere, nicht sofort schnell Futter geben kann, ich euch auch noch was erklären muss. Deswegen nutze ich unseren Marker. So, nächster Step. Jawohl, kurze Leine. Jawohl, super. So, und jetzt versuchen wir mal was. Einfach mittendrin, weil ich ein gutes Gefühl habe. Jawohl, Jackpot. Sehr, sehr gut. So, das genießen wir jetzt ganz kurz einen Moment. Und jetzt gehen wir mit einer langen Leine raus aus der Situation, drehen uns wieder um, gehen in die Situation rein. Jawohl, sehr, sehr gut. Gehen in die nächste. Jawohl, sehr, sehr gut. Und wiederholen. Ah, sehr gut. Nein, hier brauche ich das Futter noch. Nicht schlimm. Schnell wieder ordentlich machen. Jawohl, sehr, sehr gut. So, das bedeutet, mein Ziel ist erstmal erreicht. Dass sie jetzt aufsteht, ist erstmal noch nicht so schlimm. Einmal mache ich es mit euch gemeinsam noch, damit ihr versteht, dass Wiederholung. Achtung, hier Meidebogen. Zurückholen mit der Leine. Jawohl, sehr, sehr gut. Prima, klasse. Und nochmal das Endziel erreichen. Jawohl, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und dann gehen wir jetzt noch ein einziges Mal, weil ich mich freue. Jawohl. Jawohl. Jawohl, klasse. Klasse, jawohl. So, ich safte euch jetzt hier schön voll, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich eigentlich euch sagen will. Also, ihr seht, der erste Step, den ich mit den anderen ganz leicht machen kann, ging mit Finja nicht, ja, weil sie einfach eine psychologische Hemmschwelle hatte. Deswegen muss ich bei ihr kleiner denken. Das heißt, einen Step zurück und ihr erstmal beibringen, dass dieses Ding hier nichts Schlimmes ist. Okay? Hilfsmittel, Futter natürlich und Leine.
Und ich natürlich. So, warum das Futter? Einfach, um eine richtige Position, ein richtiges Verhalten natürlich zu belohnen. Als Stütze nehme ich noch meinen Marker dazu, weil ich nicht sofort füttern kann. Der Marker ist nichts anderes, als das Verhalten zu markieren. Das, was ich haben will, markiere ich sofort. Und das ist die Ankündigung dafür, hey, du hast das super gemacht, du wirst jetzt auch etwas bekommen. Entweder eine gute Stimmung meinerseits oder halt mal ein Streicheln oder zum Beispiel Futter. So, das hast du gut gemacht, meine Fini. Und das bedeutet dann, mit der Leine arbeite ich zum Beispiel nur dann, wenn sie rausgeht, dem Meidebogen zeigt, dass ich ganz leicht, leichter arbeiten kann und sagen kann, hey, du musst nicht rausgehen, war anstrengend, ja? Komm, ein Signal. Es war anstrengend. Und genau, für mehr Einzelheiten, für mehr kleine Trainingsschritte, könnt ihr gerne unsere Kurse euch auch angucken. Ja, alles arbeiten wir so durch. Natürlich immer individuell mit unseren Kunden. Vielleicht hast du ein Problem, wo du Hilfe brauchst, weil du nicht mehr siehst, was los ist. www.hundetrainer-stevekeier. Bewirb dich einfach bei uns und wir sprechen dann einfach erstmal, ob wir etwas haben für dich, was genau du tatsächlich auch brauchst. Ansonsten, ja, abonniert den Kanal. Tschüss.